Also Frauen sind immer um ein Vielfaches gefährdeter, was eine Blasenentzündung angeht. Doch wie merke ich nun überhaupt, dass ich eine Blasenentzündung habe? Muss ich die denn überhaupt bemerken, wenn sie oftmals so harmlos ist und schnell behandelt werden kann? Haben Sie schon einmal was von der Honeymoon-Zystitis gehört? Genau darum geht es jetzt und leider im Gegensatz zur Honeymoon-Zystitis auch ein Problem, gerade bei älteren Frauen, Stichwort Inkontinenz, Blasenschwäche und sogar in seltenen Fällen ein Fall für die Intensivstation. Gehören auch Sie zu den 50 bis 70% der Frauen, die schon einmal Bekanntschaft mit einer Blasenentzündung gemacht haben? Ja, tatsächlich bis zu 70% aller Frauen kennen die sogenannte Zystitis. So nennt man die auch schlau, aus eigener Erfahrung. Viele Frauen wissen aber gar nicht, dass sie sich mit einem früheren Arztbesuch, wenn man noch eher zum Arzt geht, letztlich ein paar Tage Beschwerden hätten sparen können. Und mit ein paar Tipps, die ich jetzt im Video nämlich auch nenne. Und deswegen schauen wir uns heute einmal an, was eine Blasenentzündung ist und wie wir sie so schnell wie möglich wieder loswerden. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch, verständlich und korrekt aufklären über Symptome, ganz typische Krankheitsbilder. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Das Wichtigste für Sie jetzt vorab, einmal zusammengefasst, Blasenentzündungen bei Frauen sind meist unkompliziert. So nennt man das auf medizinisch, man sagt unkompliziert. Man unterscheidet zwischen komplizierten, man könnte vielleicht auch sagen untypischen, nicht normalen, eher gefährlichen Blasenentzündungen, wie sie letztlich immer beim Mann sind. Beim Mann sagt man immer kompliziert versus unkomplizierte Blasenentzündungen, wie sie meistens bei Frauen vorkommen. Das heißt, meistens sind die Blasenentzündungen bei Frauen ja nicht so schlimm und lassen sich auch leicht beheben und es gibt ja keine schlimmeren Ursachen. Stichwort nochmal Honeymoon-Zystitis auch oder auch Hygiene. Das heißt, die richtige Reinigung zum Beispiel nach dem Toilettengang, nach dem Pinkeln. Also Frauen sind immer um ein Vielfaches gefährdeter, was eine Blasenentzündung angeht, als Männer. Und das liegt daran, dass Frauen im Vergleich zu Männern einen kürzeren Harnleiter haben. Und die Entzündungserreger, die Bakterien, damit natürlich eine kürzere Strecke bis zur Blase hinter sich bringen müssen. Das ist letztlich das Hauptproblem. Apropos Erreger, wer ist denn überhaupt schuld an einer Blasenentzündung? Woher kommt eine Blasenentzündung? Denn im Gegensatz zum weit verbreiteten Irrglauben, Volksglauben, ist es häufig weder das kalte Wetter noch unpassende Kleidung oder das Sitzen auf kaltem Untergrund. Wie bei vielen Entzündungen haben wir hier auch meistens Bakterien als Verursacher. Die machen eine Entzündung. Und das besonders Tückische daran ist, dass wir den sogar immer in uns tragen. Die sogenannten E. coli-Bakterien, die sind nämlich die Hauptursache oder Auslöser für viele Blasenentzündungen. Und diese E. coli-Bakterien sind ein wichtiger Bestandteil unserer Darmflora, kommen in unserem Darm vor. Zum einen also unverzichtbar, nämlich im Darm, und zum anderen ja, Krankheitserreger, nämlich wenn diese in den Harnleiter gelangen. Und dort gehören sie nicht hin. Und genau jetzt verstehen Sie auch schon, warum gerade man als Kind, als junges Mädchen schon immer einem erklärt wird, die richtige Toilettenhygiene zu betreiben wichtig ist. Also keine Bakterien vom Darm, vom Popo also, nach vorne schieben. Wenn diese Erreger, Bakterien vom Darmausgang in die Harnröhre wandern, dann vermehren sie sich dort stark und steigen die Harnröhre nach oben hinauf. Und dadurch entzündet sich dann das Gewebe. Wenn Sie viel trinken und dadurch auch häufig natürlich Wasser lassen, häufig auf Toilette sind, dann erschweren sie den Erregern diesen Aufstieg und die Ansiedelung dann in der Harnröhre. Sie pinkeln die Erreger quasi aus und das ist auch ganz wichtig. Hier also bereits zwei wichtige Erkenntnisse. Erstens, viel trinken schützt vor Blasenentzündung. Und zweitens, viel trinken ist auch wichtig, wenn Sie eine Blasenentzündung bereits haben, wenn Sie die wieder loswerden wollen. Ich gehe auch gleich auf die Therapien, auf die Tipps, auch die ich habe, noch genauer ein. Die Bakterien müssen rausgepinkelt werden. Anders gesagt, jemand, der wenig trinkt und wenig pinkelt, zum Beispiel ältere Menschen, da kommt das sehr oft vor, die trinken sehr oft sehr wenig, erhöhen das Risiko für eine Blasenentzündung. Dazu kommen wir aber gleich noch einmal genauer, denn es gibt einige Möglichkeiten, mit denen Sie selbst das Risiko für eine Blasenentzündung senken können.
Durch den längeren Harnleiter sind wir Männer von Natur aus ja schon etwas besser geschützt. Und bei Frauen unterscheidet sich die Länge und damit das Blasenentzündungsrisiko natürlich auch noch einmal individuell. Also eine lange Harnleiter, wie typischerweise bei uns Männern, schützt uns vor Blasenentzündung, weil die Bakterien einen langen Weg sozusagen zur Blase brauchen. Ja, und darüber hinaus gibt es noch weitere anatomische und auch physiologische Ursachen, Besonderheiten. Es kann nämlich auch Fehlbildungen im Harntrakt geben, die eine Harnröhre verkürzen oder verengen lässt, je nachdem. Beides bietet dann einen super Nährboden für die Vermehrung der Erreger. Veränderungen der Harnröhre, gar nicht mal vielleicht so selten, führen dazu, dass der Urin nicht richtig abgeführt werden kann oder sich dann an bestimmten Stellen zum Beispiel staut. Das alles erleichtert natürlich den Aufstieg der Bakterien. Da ist ein Stau, die Bakterien sammeln sich da, die können natürlich leichter dann aufsteigen. Daneben können aber auch genetische Ursachen das Risiko zum Beispiel erhöhen. Der Hormonhaushalt und die individuelle Infektanfälligkeit, das sind zwei Aspekte, die die Häufigkeit natürlich ebenfalls mit beeinflussen. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für eine, ja, Intimhygiene, für eine übertriebene Intimhygiene. Auch das ist wichtig, da dabei die Schutzfunktion der Schleimhäute eingeschränkt wird. Also die falsche und die übertriebene Intimhygiene. Einen absoluten Sonderfall stellt die, wie ich zum Anfang des Videos gesagt habe, die sogenannte Honeymoon-Zystitis dar. Dabei kommt es als Folge von zu häufigem Geschlechtsverkehr zu einer mechanischen Reizung der Schleimhäute. Das erleichtert den Bakterien ebenfalls den Aufstieg und auch typischerweise zu Beginn einer neuen Beziehung bei einem neuen Geschlechtspartner, weil sozusagen der eigene Körper an die Bakterien des Geschlechtspartners noch nicht wirklich gewöhnt ist. Wo ich die Harnleiter eben schon erwähnt habe, können wir auch noch kurz darauf schauen, welche verschiedenen Formen der Blasenentzündung existieren. Als Oberbegriff sagt man letztlich immer, ja, das ist eine Blasenentzündung. Aber man kann da noch ein bisschen mehr unterscheiden, je nachdem, ja, wo die Entzündung sitzt, wo die Bakterien quasi sind und die Entzündung auslösen, unterscheiden wir nämlich zwischen einer, auf schlau, auf medizinisch heißt es Urethritis, einer Zystitis oder einer Pyelonephritis. Also dabei sind dann entweder die Harnröhre, die Harnblase oder sogar das Nierenbecken betroffen. Die Harnröhre und die Harnblase bilden die unteren Harnwege und die sind wesentlich häufiger betroffen. Klar, da kommt das Bakterium sozusagen rein und muss dann nach oben wandern. Circa 95% aller Blasenentzündungen betreffen die unteren Harnwege, also vor der Blase. Blase oder nach der Blase, und wenn nach der Blase, dann gibt es sogar ein erhöhtes Risiko, dass das dann gefährlicher werden könnte. Die Bakterien sind dann also schon sehr weit hochgewandert und dann kommt auch immer der Begriff komplizierte Blasenentzündung, weil dann kann es wirklich auch kompliziert werden. Welche Symptome treten dabei auf? Doch wie merke ich nun überhaupt, dass ich eine Blasenentzündung habe? Muss ich die denn überhaupt bemerken, wenn sie oftmals so harmlos ist und schnell behandelt werden kann? Oder wenn ich es merke, weil es stark wehtut beim Pinkeln, hätte ich es vielleicht schon vorher merken können, ist es dann vielleicht schon zu spät? Die Antwort darauf ist ein klares Ja. In den seltensten Fällen bemerken sie nichts davon. Denn so eine Entzündung führt zwangsläufig zu unangenehmen Symptomen, die man eigentlich bemerken muss. Es kommt dabei nämlich zu deutlich und fast immer zu deutlich wahrnehmbaren Schmerz und einem Brennen beim Wasserlassen. Außerdem müssen Sie bei einer Blasenentzündung deutlich häufiger auf die Toilette, können dabei allerdings nur geringe Mengen Urin rauslassen. Also man pinkelt nicht viel. Stichwort pinkeln ist aber sehr, sehr wichtig und ganz automatisch versuchen wir das natürlich zu unterdrücken, weil wir Schmerzen haben dabei. Aber gerade das Wasserlassen, das Pinkeln, das ist sehr wichtig. Die Bakterien müssen wieder raus. Je nach Erreger kann auch ein eitriger, übelriechender Ausfluss auf die Blasenentzündung hinweisen. Muss aber nicht, kann sein. Wesentlich seltener kommt es sogar vor, dass Blut im Urin ist. Daneben gibt es noch eine Reihe unspezifischer Symptome, die nicht direkt auf eine Blasenentzündung hindeuten, aber ein Anhaltspunkt sein können, gerade wenn die vielleicht einen Zusammenhang mit den anderen Symptomen sind. Dazu gehören zum Beispiel Druckschmerzen im Unterbauch und bei einer Entzündung der Nieren, wenn es so weit gekommen ist, natürlich auch Schmerzen in den Flanken. Das ist dann auch schon ein typischer Hinweis dafür, dass es wirklich stark aufgestiegen ist, also bis zu den Nieren. Das Blut im Urin kann ein erster Hinweis auf eine eher verschleppte Entzündung sein, eine nicht behandelte Blasenentzündung. Wenn die verschleppt wird, kann sich in krassen Fällen sogar so weit entwickeln, dass es zu einer Schrumpfung der Blase durch Absterben des Blasengewebe kommt. Kann sein. Außerdem kann sich die Entzündung auf umliegende Organe ausbreiten. Fieber zum Beispiel tritt übrigens eher selten auf,
bei einer Blasenentzündung. Also kann man nicht mit rechnen, dass man Fieber hat. Sollte, wenn dann es aber so ist, aber ernst genommen und unbedingt mit einem Arzt besprochen werden. Wie wird eine Blasenentzündung behandelt? Deswegen ist es wichtig, eine Blasenentzündung auch bei geringen Beschwerden schnell zu erkennen. Nicht erst dann, wenn die Schmerzen schon sehr stark sind, sondern schon, wenn man zwar ein leichtes Brennen hat, kann das darauf hindeuten, dass wir da Bakterien haben. Und dann sollte man natürlich schon beginnen zu therapieren. Das bedeutet nicht gleich Antibiotika, aber bestimmte andere Tipps, die ich Ihnen gleich nenne. Bei E. coli-Bakterien und anderen typischen Erregern schlagen Antibiotika in der Regel auch sehr schnell an. Deswegen reicht eine dreitägige Behandlung damit meistens schon aus. Das ist ganz typisch. In komplizierteren Fällen kann diese Behandlung ausgeweitet werden. Mehr Tage und dauert dann halt entsprechend länger. Auch verschreibt man dann vielleicht etwas andere Antibiotika. In letzter Zeit sind einige Studien wie diese hier erschienen, die belegen, dass eine Behandlung ohne Antibiotika für ansonsten gesunde Frauen genauso erfolgsversprechend, dabei aber schonender sind. Und Sie selbst können ebenfalls einen wichtigen Beitrag leisten. Das ist ganz entscheidend. Das ist mir auch wichtig mit dem Video, um die Dauer einer Blasenentzündung effektiv zu verkürzen. Hier geht es nicht um Hokuspokus, sondern um ganz klar nachweisbare Wirkungen. Trinken Sie so viel wie möglich, damit Sie häufig zur Toilette müssen. Harntreibende Blasentees zum Beispiel aus der Apotheke sind ebenfalls sehr empfehlenswert. Wenn eine Blasenentzündung behandelt wird, ist die Prognose sehr gut. Sie hält meistens folgenlos aus. Dabei hängt es aber stark davon ab, das ist wichtig, wie schnell mit der Behandlung begonnen wird. Und schnelle Behandlung bedeutet nicht, wie schnell man nur mit den Antibiotika beginnt, sondern man selber schon nämlich die Bakterien wieder rausspült. Also viel trinken. Je höher die Bakterien aufsteigen, desto schwieriger und langwieriger ist die Behandlung. Also wenn sie sozusagen schon in den Becken, ins Beckenbereich gekommen sind, dann dauert es länger mit der Therapie. Was kann ich tun, um vorzubeugen? Deshalb ist Vorbeugung ein ganz wichtiger Faktor. Und Sie können dabei selbst beeinflussen, ob Bakterien überhaupt die Möglichkeit natürlich bekommen, sich in ihrer Harnröhre anzusiedeln. Ob sie reinkommen und dann vor allem, ob sie hochsteigen. Viel Flüssigkeit und häufige Toilettengänge, ganz wichtig, die helfen nicht nur bei einer Blasenentzündung, sondern schützen auch davor. Also schützen davor, machen präventiv und sind für die Therapie wichtig. Das ist also ein weiterer Grund, wirklich gut darauf zu achten, dass wir täglich ca. 2-3 Liter Wasser zu uns nehmen. Außerdem sollten Sie nach dem Toilettengang darauf achten, niemals vom Darmausgang in Richtung Scheide zu reinigen. Ja, und der Sonderfall einer Honeymoon-Zystitis. Die Honeymoon-Zystitis können Sie umgehen, indem Sie nach dem Geschlechtsverkehr darauf achten, relativ zeitnah zur Toilette zu gehen. Dadurch werden Sie die eventuell eingetretenen Bakterien wieder los und Bakterien bekommen wir beim Sex, das lässt sich nicht vermeiden. Nach dem Sex pinkeln gehen, so unromantisch, wie das klingt, so wichtig und so effektiv ist es aber. Sonderfall einer Blasenentzündung. Was unbedingt noch erwähnt werden sollte, ist der Sonderfall bei Schwangeren. Während der Schwangerschaft und auch noch kurz danach im Wochenbett sind Frauen besonders häufig von Blasenentzündungen betroffen, haben Sie vielleicht selber auch gemerkt. Also Blasenentzündung keine Seltenheit bei Schwangerschaft. Zusätzlich zu den hormonellen Veränderungen, die eine Schwangerschaft ja mit sich bringt, sind in der Zeit auch die Harnwege erweitert und das macht es natürlich Erregern sehr leicht einzudringen. Das ist im Prinzip der Hauptgrund. Außerdem kommt es bei so 5-10% aller Schwangeren zu einer asymptomatischen Blasenentzündung. Man nennt es asymptomatisch. Hierbei sind kaum bzw. sogar gar keine Symptome bemerkbar, bis sich die Blasenentzündung in knapp der Hälfte dieser Fälle dann in eine Nierenbeckenentzündung ausbreitet oder entwickelt. Und das ist letztlich das Gefährliche. Also man merkt es leider am Anfang gar nicht. Dann steigen die Bakterien aber immer weiter auf. Und in den Nierenbecken habe ich ja eben auch schon die ganze Zeit gesagt, da sollte man drauf achten, dann merkt man es. Die Folge hiervon können dann sein Fehl- oder Frühgeburten. Deshalb ist es in dieser Phase besonders wichtig, regelmäßig auf Blasenentzündung untersucht zu werden, darauf auch selber zu achten und diese dann auch konsequent mit Antibiotika, wenn es soweit ist, zu behandeln und definitiv dann zum Hausarzt, Hausärztin, Frauenarzt zu gehen. Im Alter steigt das Risiko für eine Blasenentzündung ebenfalls und dann oftmals kann es auch einen schweren, schlimmen Verlauf nehmen. Und auch ich habe schon Patienten auf der Intensivstation gehabt, die eigentlich nur wegen einer Blasenentzündung dann da waren, aber einen sehr kritischen Zustand hatten. Spätestens nämlich in den Wechseljahren, dann sinkt der Östrogenspiegel der Frau ab und die Schleimhäute in der Scheide und Blase, die werden dünner und trockener.
Häufig kommt dann noch dazu, dass die Gebärmutter oder der Beckenboden natürlich gesenkt sind und die Blase nicht mehr vollständig entleert wird. Also das sind verschiedene Aspekte, die kommen sozusagen mit dem Alter dazu. Der verbleibende Urin, der bietet dann natürlich den perfekten Nährboden für Bakterien. Und hier steigt dann auch das Risiko für Männer, weil das passiert auch bei uns im Alter. Denn obwohl diese ein verhältnismäßig geringeres Risiko, wie ich gesagt hatte, für Blasenentzündung natürlich haben, sollten sie mögliche Symptome im Alter auch ernst nehmen. Im Alter haben wir die gleichen Probleme sozusagen. Bei Männern kann eine vergrößerte Prostata zum Beispiel auf die Harnwege drücken und sie verengen. Das Ergebnis ist dann das gleiche wie bei Frauen. Die Blase wird nicht mehr vollständig entleert und das fördert dann, wie gesagt, eine Blasenentzündung, weil die Bakterien sich vermehren können. Deswegen ganz wichtig, je älter sie quasi werden, erstens darauf achten, dass man ausreichend trinkt und dass man viel auf Toilette geht und vor allem sozusagen sich leer pinkelt. Das ist immer ganz wichtig, dass nicht zurückbleibt. Bei Männern sind diese Blasenentzündungen, nochmal kurz darauf, dann auch häufig ernster und müssen aufwendiger behandelt werden. Man spricht dann halt auch immer von komplizierten Blasenentzündungen. Deshalb ist es wichtig, bei beiden Geschlechtern vorsorglich viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen und beim ersten Auftreten von Symptomen direkt den Weg zum Arzt zu suchen. Und so ersparen Sie sich effektiv einige Tage Beschwerden und schützen sich selbst vor Komplikationen. Das ist nämlich wichtig. Nochmal, die Bakterien dürfen nicht aufsteigen. Diese Gefahr besteht gerade bei älteren Patienten. Und sehr gerne schreiben Sie nun Ihre Kommentare, Ihre Meinung hierzu einmal unter das Video, wie Sie vielleicht eine Blasenentzündung erlebt haben oder Ihre Tipps. Lassen Sie uns gerne dazu einmal austauschen. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.